Und wir haben es nicht für möglich gehalten, dass uns das überhaupt gelingt. Aber bisher haben wir es geschafft, jede Woche die Asylbewerber, die wir nehmen müssen, aufzunehmen. Bisher waren das 39 jede Woche, die wir nehmen müssen. Uns ist das geschafft, weil alle Gemeinden, alle Bürgermeister und der Landkreis hier ganz konstruktiv zusammenarbeiten. Es gibt ein Einverständnis unter allen Bürgermeistern, dass jede Gemeinde ihren Teil beiträgt und dass wir uns dabei orientieren an der Einwohnerzahl der Gemeinden und dann rechnen wir das prozentual runter. Sie haben es verfolgen können in den Medien, welche Anlagen bei uns im Sommer gebaut worden sind. Das sind die Zeltanlagen in Tutzing, Berg und Pöcking. Und jetzt als nächstes werden errichtet oder sind schon weit fortgeschritten Containeranlagen in Herrsching, in Andex und Inning. Und auch Gilching hat hier, der Bürgermeister das schon genannt, dankenswerterweise seinen Beitrag geleistet. Die Traglufthalle, die jetzt kommt Mitte Dezember, und das Grundstück an der Landsberger Straße, über das wir im Gespräch sind. Und wir sind ja regelmäßig auch das Landratsamt hier beim runden Tisch bei Ihnen in Gilching im Rathaus, dürfen da Gast sein und sehen, wie konstruktiv und positiv Sie mitarbeiten an diesem Thema, dass wir das gemeinsam gut schultern und stemmen können. Das war die, sozusagen, das ist die dauerhafte Unterbringung. Und heute sind wir aber hier vor allen Dingen, weil wir die Gemeinde Gilching gebeten haben, uns auch zu unterstützen bei der sogenannten Notfallunterbringung. Notfallunterbringung, der Bürgermeister hat es schon gesagt, es geht darum, den Leuten erstmal ein Dach über den Kopf zu bieten. Was steht dahinter? Es hat angefangen vor ungefähr einem Jahr, ich glaube es war der 13. oder der 14. Oktober 2014, als die Bayernkaserne zum ersten Mal übergelaufen ist. Über 2000 Menschen in der Bayernkaserne, es gab keine Plätze mehr, die Leute haben im Freien geschlafen und in Garagen. Da hat die Staatsregierung gesagt, das soll nicht mehr versuchen, nicht mehr passieren. Und deswegen müssen wir einen Notfallplan ausarbeiten. Das heißt, sie hat alle Landkreise in Bayern gebeten, erstmal vorsorglich Kapazitäten zu schaffen für 200 Asylbewerber, die man kurzfristig aufnehmen kann. Das ist erstmal auf die Schiene gesetzt worden als sogenannter Winternotfallplan. Der Winter ist vorbeigegangen, es kam der Sommer, es wurde daraus ein dauerhafter Notfallplan. Inzwischen sind wir so weit, dass die Staatsregierung gesagt hat, wir schaffen es auch mit diesen 200 Plätzen nicht mehr. Bitte schafft 300 Plätze in jedem Landkreis, die ihr uns kurzfristig zur Verfügung stellen könnt. Das ist der Hintergrund, vor dem wir seit Juli die Turnhalle in Inning belegt haben mit 200 Leuten. Wir hatten, muss ich ganz ehrlich sagen, als wir zum ersten Mal uns die Turnhalle in Inning angeschaut haben, an einem heißen Sommertag, hatte ich ein ganz mulmiges Gefühl und habe mir gedacht, um Gottes Willen wird das wohl gut gehen. Es ist glücklicherweise gut gegangen. Wir haben jetzt die zweite Belegung laufen und haben keine, also wesentlichen negativen Erfahrungen gemacht. Und wenn ich das sage, dann bedeutet das nicht, dass wir uns selber auf die Schulter klopfen, sondern es liegt daran, dass wir ganz viel Unterstützung bekommen haben von der Gemeinde, die sich das zu eigen gemacht hat im Wesentlichen. Das ist ja eigentlich unser Thema als Landkreis, aber wir selber haben halt leider nur beschränkte Kapazitäten und deswegen sind wir mehr oder weniger darauf angewiesen, dass die Gemeinden uns da ganz tatkräftig unterstützen und das tun sie auch und vor allen Dingen sind es die ehrenamtlichen Helfer, die uns unterstützen, das auch in Inning ganz positiv gemacht haben. Und so ein Projekt kann man nicht alleine mit dem Personal des Landratsamts durchziehen, sondern wir hatten einen Dienstleister, den wir bezahlt haben dafür, der uns sehr gut unterstützt hat. Das war der Dienstleister Jonas Better Place, der jetzt zwar aus dem Sicherheitsgewerbe kommt, aber da darf man sich jetzt nicht den klassischen Türsteher darunter vorstellen, sondern es sind Menschen mit einem sozialpädagogisch integrativen Ansatz, die wirklich den Menschen auch Hilfe geben bei der Gestaltung des Alltags und diese mit einbeziehen in das Leben in dieser Halle und die vor allen Dingen auch oft einen interkulturellen Hintergrund haben, kommen oft aus den Herkunftsländern der Asylbewerber und sprechen oft auch mehrere Sprachen. Das war uns eine ganz große Hilfe und auf die werden wir auch wieder bauen, jetzt bei der zweiten Notfallmaßnahme. Vielleicht ganz kurz zum Zeitplan. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir die Halle ab nächste Woche Mittwoch vorbereiten werden, also ab dem 4.11. Und wenn alles gut geht, würde sie dann am 13.11. bereitstehen. Wie gesagt,
ich glaube, wir können auf den Erfahrungen in Inning aufbauen. Trotzdem ist es uns natürlich bewusst, dass es ein ganz großer, gravierender Einschnitt ist, hier für Sie in der Gemeinde, in das Schulleben, in das Vereinsleben. Und deswegen sind wir sehr dankbar, dass uns Schulen und Vereine hier unterstützen, uns die Halle sozusagen überlassen. Wir können Ihnen versprechen, dass wir alles dafür tun werden, dass die Belastungen möglichst gering werden. Wenn es da Bedarf gibt, dann können wir gerne unterstützen bei der Suche nach Ersatzkapazitäten. Ich habe eine Mitarbeiterin bei mir im Vorzimmer, die Spitzensportlerin war und die sehr gut vernetzt ist, die zum Beispiel in Wesseling sich darum gekümmert hat, wo gibt es denn noch Kapazitäten im Landkreis, wo könnte man ausweichen, sodass das Training nicht ausfallen muss. Und wir können Ihnen natürlich anbieten, sämtliche Schäden in der Halle werden natürlich ersetzt, sodass auf der Gemeinde Gilchen dann nicht sitzen bleiben soll und dass auch die schöne Halle, so wie wir sie heute besichtigt haben, dann am Ende auch wieder genauso schön aussieht. Dann vielleicht noch als kleines Schlusswort, wie gesagt, wir können aufbauen auf den Erfahrungen in Inning. In Inning ist es gut gegangen, wir sind zuversichtlich, dass es auch jetzt wieder gut geht. Wir können das natürlich nicht garantieren. Wir haben jetzt eine andere Jahreszeit, den Winter, das ist möglicherweise auch etwas anderes, wenn die Asylbewerber jetzt nicht so viel sich im Freien bewegen können. Wir beobachten das ganz genau. Es ist so, unser Ministerpräsident hat gestern gesagt, dass ihn diese Situation hilflos macht. Wie oft wir selber wissen auch manchmal nicht so recht, was bringt der nächste Tag, was bringt die nächste Stunde. Aber wir können Ihnen versichern, wir alle arbeiten mit allen unseren Kräften daran, dass wir das gemeinsam gut hinbekommen. So viel vielleicht erstmal vorweg. Und Frau Neumann, die bei uns das Thema betreut in der Gruppe Asyl, wird Ihnen jetzt ein bisschen noch zu den Details sagen. Dankeschön, Herr Dörfer. Auch von mir ein herzliches Grüß Gott, sehr verehrte Damen und Herren. Ich glaube, Sie sind alle sehr daran interessiert, wie ist der Ablauf? Wie funktioniert das? Die Asylbewerber, also es wird so sein, dass wir, wenn die Halle schlüsselfertig hergerichtet ist, dass der Regierung von Oberbayern melden werden und dass wir dann von denen Bescheid bekommen, ab wann wird die Turnhalle belegt. In der Regel findet das dann sehr, sehr schnell statt. In einem Rhythmus von 3 Tagen wird die Turnhalle dann voll belegt sein. Wir bekommen Zeiten mitgeteilt, im Abstand von 2 Stunden, dass Busse ankommen mit bis zu 50 Personen. Wir haben dann in der Turnhalle unseren Betreiber, die Firma Jonas Better Place. Und diese Firma wird am Bus stehen, wird in den Bus hineingehen und wird dort von den ankommenden Asylbewerbern das White Paper verlangen. Das White Paper ist ein Papier, was für uns als Nachweis dient, dass alle Asylbewerber, die in dem Bus sitzen, vorgescreent sind ärztlich. Also schon mal eine erste Untersuchung erhalten haben, ob sie an einer Infektionskrankheit, die erkennbar ist, leiden. Wenn ein Asylbewerber dieses White Paper nicht vorweisen kann, wird dieser Asylbewerber separiert von den anderen. Wir werden dort eine Umkleidekabine freihalten und es wird ärztliches Personal anwesend sein, was dann die Asylbewerber, die kein White Paper haben, untersuchen wird und feststellen wird, ob die an einer Krankheit momentan erkrankt sind oder nicht. Dementsprechend werden sie dann, wenn sie erkrankt sein sollten, irgendwelche Symptome aufweisen, entsprechende Maßnahmen einleiten, die die Ärzte dann für notwendig erachten. Die Asylbewerber, die ein White Paper haben, die werden dann diese White Papers werden eingesammelt von der Firma Jonas Better Place und es wird dann gleich geschaut, was sind das für Nationalitäten, wie viele Familien sind dabei. Wir werden in der Turnhalle so Abteile einrichten, dass Familien einen Abteil bekommen, dass alleinreisende Männer einen Abteil bekommen, dass wir also auch die unterschiedlichen Nationalitäten, die anreisen werden, und wir wissen nicht, was anreisen wird, in Abteile einteilen können, um dort schon so früh wie möglich Konflikten aus dem Weg gehen zu können mit unterschiedlichen Religionen etc. pp. Da ist die Firma Jonas Better Place sehr erfahren. Sie werden für uns dann auch die Asylbewerber in einem System registrieren, sodass wir immer einen Überblick haben, welche Asylbewerber sind anwesend. Wir werden an den Betten auch Nummern haben. Wir wissen, in welchem Bett schläft welcher Asylbewerber, sodass das für uns
eine sichere Sache ist für den nächsten Schritt, der ansteht. Und der nächste Schritt, der ansteht, ist dann, dass die Asylbewerber eine Erstuntersuchung in einem Krankenhaus erhalten. Und diese Erstuntersuchung sieht so aus, dass die Asylbewerber geröntgt werden und dass denen Blut entnommen wird und dass die eine Stuhlprobe abgeben müssen. Dort wird dann nach Infektionskrankheiten gesucht und eventuell dann entsprechende Maßnahmen veranlasst, wenn Infektionskrankheiten vorliegen sollten, dass die behandelt werden müssen. Das ist der Ablauf. Diese Erstuntersuchung im Krankenhaus findet in der Regel innerhalb der ersten 7 Tage statt. Wir bitten darum, wenn die Asylbewerber anreisen, Sie sehen ja alle die schrecklichen Bilder im Fernsehen, dass Sie die erstmal ankommen lassen, dass wir uns nicht auf die Asylbewerber stürzen, sondern dass wir sie ankommen lassen, dass wir sie zur Ruhe kommen lassen, dass wir erstmal unsere Erstuntersuchung durchführen lassen von den Ärzten und würden uns dann auf die Unterstützung des Helferkreises Gilching freuen bei Tätigkeiten, wo Unterstützung geleistet werden könnte. Ja. Danke. Bitte. Vielleicht noch einen Satz zur Ergänzung zu den Gesundheitsgefahren. Also diese Untersuchung wird bei uns im Klinikum in Starnberg voraussichtlich wieder stattfinden. Frau Neumann hat schon gerade das Verfahren geschildert. Das hört sich jetzt so an, dass man da so ein bisschen, wenn man das hört zum ersten Mal, sich fragt, naja, also so ganz geheuer ist mir das eigentlich nicht. Das haben wir intensiv diskutiert, als wir die erste Belegung in Inning hatten mit unseren Ärzten vom Gesundheitsamt. Wie groß sind denn die Gefahren bei den Asylbewerbern, die diese Erstuntersuchung noch nicht komplett hinter sich haben? Die haben uns gesagt, die Infektionskrankheiten, die so beim normalen Kontakt, im Verkehr, im Geschäft und so weiter auftauchen und übertragen werden können, die können wir mit relativ großer Sicherheit ausschließen, dadurch, dass wir schon dieses Erst-Screening haben. Das heißt, wir haben jetzt keine signifikant erhöhte Gefahr für die Bevölkerung, auch in den Tagen, bevor die richtige Gesundheitsuntersuchung im Klinikum Starnberg stattgefunden hat. Das heißt, die Asylbewerber werden nicht eingesperrt. Wir wollen und können sie nicht einsperren und sie müssen sie auch nicht einsperren, weil, wie gesagt, es da keine signifikant erhöhten Gesundheitsgefahren gibt. Und ansonsten noch, also im Wesentlichen geht es darum, den Asylbewerbern jetzt ein Dach über den Kopf zu bieten für die Zeit, bis sie verteilt werden auf die verschiedenen Landkreise in Bayern, vielleicht auch außerhalb Deutschlands, vielleicht bleibt auch ein Teil bei uns im Landkreis. Das ist in erster Linie schon in gewisser Weise eine Wartezeit. Trotzdem denke ich, sie werden hier ihre ersten prägenden Eindrücke, Erfahrungen von Deutschland bekommen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen schauen, auch die ehrenamtlichen Helfer, dass wir uns nicht überfordern, sozusagen nicht zu viel machen. Es sind ja jetzt sehr viele, die neu dazukommen. Aber natürlich, glaube ich, ist es wichtig, und das wäre auch meine Bitte, geben Sie unserem Land ein Gesicht. Sie sind diejenigen, die Ihnen sozusagen als unser Land als erstes entgegentreten. Sie werden hier schon die ersten Eindrücke bekommen von unserem Land. Ergänzend möchte ich noch sagen, diese Erstaufnahmeeinrichtung ist keine dauerhafte Einrichtung. Wir werden 4 bis 6 Aufnahmezyklen dort durchführen. So ist es geplant. Ein Aufnahmezyklus hat 2 bis 3 Aufnahmezyklen. So ist es, ein Aufnahmezyklus hat 4 bis 6 Wochen. Dann werden die Asylbewerber wieder verteilt in die normale Unterkunft, ins Bundesgebiet oder sie bleiben auch teilweise im Landkreis. Danach wird die Erstaufnahmeeinrichtung auch wieder abgebaut. In Inning sieht man das jetzt. In Inning sind diese Aufnahmezyklen abgeschlossen und die Inninger Halle wird jetzt gerade wieder aktuell nächste Woche wieder leer gemacht, sodass dann irgendjemand anders, wahrscheinlich im Landkreis, diese Aufgabe wieder übernimmt. Da müssen wir im Landkreis einfach zusammenhalten und da ist jeder mal dran. Das noch zur Dauer. Dann, was passiert jetzt aktuell in Gilching? Es passiert jeden Tag sehr viel. Und darum, manche sitzen hier drin, die heute schon andere Informationen gehabt haben, wann die Halle belegt wird, wann sie geschlossen wird. Dadurch, dass unter hohem Zeitdruck von vielen Menschen gearbeitet wird, kann es sein, dass die ein oder andere Information auch morgen wieder überholt ist und wir sie dann wieder neu informieren. Wir versuchen das auf unserer Homepage dann möglichst zeitnah auch für Sie zu tun.
Bei uns in der Gemeindeverwaltung befassen sich mehrere Menschen mit dem Thema jetzt aktuell natürlich. Wir haben aber zwei Personen, die extra dafür jetzt auch bei uns abgestellt sind. Jemand, der bei uns im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung arbeitet, der bei uns der Vermittler in die Halle ist. Und dann haben wir auch noch unsere Streetworkerin, die die Stundenzahl aufgestockt hat, um auch hier im Asylbereich zu arbeiten, sodass wir auch mit eigenem gemeindlichen Personal hier arbeiten. Ich glaube, das ist auch notwendig, nicht alles jetzt nur dem Landratsamt zu übertragen oder der privaten Firma, sondern da ist wichtig, dass alle Beteiligten eng vernetzt miteinander arbeiten. Großer Dank an die Mittelschule, die Frau Barth, Direktorin, sitzt hier irgendwo. Die hat gehört, dass die Halle geschlossen wird und am nächsten Tag hat sie alles organisiert gehabt. Ausweichmöglichkeiten für den Schulsport und. Also wirklich ganz toll. Vielen Dank dafür. Sie haben ja vorher erzählt, heute bei Elternbeiratssitzung und gestern Abend und auch da eine gute, positive Stimmung. Da wird mitgemacht. Eine ganz pragmatische Stimmung. Ja, pragmatische Stimmung. Wunderbar. Große Herausforderung auch für den TSV Gilchen. Ich sehe den ersten Vorsitzenden da sitzen. Ja, der Vereinssport ist natürlich auch was. Wir haben in der Halle Handball, wir haben Einrad, wir haben Tischtennis. Die müssen alle kurzfristig jetzt nach Ausweichmöglichkeiten suchen. Und auch da war sofort eine anpackende Stimmung. Ja, natürlich ist man erstmal enttäuscht, ist ganz klar. Es ist mit Einschränkungen verbunden. Man wird nicht alles so durchführen können, wie es war. Aber auch da ist eine anpackende Stimmung. Herzlichen Dank an alle Vertreter des TSV, dass Sie so mitziehen und dass Sie auch das möglich machen. Dankeschön. Wir haben uns das jetzt so vorgestellt, dass wir auf Ihre Fragen eingehen vor allem. Herr Derper hat es angedeutet, wir werden auch nicht jede Frage beantworten können. Ja, es ist einfach so, wenn man diese Aufgabe bekommt und die fällt einem zu, dann versucht man, das so gut wie möglich abzuarbeiten. Wir haben in den Bürgermeister-Dienstbesprechungen, wir treffen uns da jeden Monat, sitzen zusammen und da hört man, was in den anderen Gemeinden noch ist. Das ist nicht nur im Landkreis Starnberg momentan so, das ist bundesweit so, dass die Gemeinden vor diesen Problemen stehen. Ein leichtes Nord-Süd-Gefälle haben wir schon noch, weil in Bayern die Menschen ankommen. Das heißt, wir bayerischen Gemeinden müssen momentan mehr packen wie die restlichen Gemeinden in Deutschland. Da wünsche ich mir, dass das schnell anders wird. Ja, nicht nur europaweit, sondern auch bundesweit, dass die Verteilung da besser klappt. Aber da müssen höhere Stellen dran arbeiten, das haben wir hier vor Ort nicht im Griff. Wir können nur gemeinsam mit dem Helferkreis, ja, der bewundernswerterweise hier unterstützt, hilft, ohne sie wären wir aufgeworfen. Ohne ihre Hilfe könnten wir Behörden das alles nicht machen. Dankeschön dafür auch an den Helferkreis. Wir haben uns jetzt das so vorgestellt, wir werden jetzt auf Ihre Fragen antworten. Im Anschluss daran wird der Helferkreis nochmal berichten über seine Arbeit, was aktuell gerade ist, wie Sie sich das vorstellen, auch mit der Halle. Und der Helferkreis wird dann werden wir danach die Veranstaltung schließen, aber wer da bleiben möchte und mitmachen möchte und sich mit einbringen möchte, das wird die Frau Otz und die Frau Heisel dann vorstellen, der hat dann noch Gelegenheit danach, sich hier mit dem Helferkreis gemeinsam schon mal in Kontakt treten und dann hier sich Arbeitsgruppen anzuschließen oder sich das einfach mal anzuschauen, wie schaut denn das aus. Gut, dann gehen wir in die Frage-Antwort-Runde rein und ich darf Sie einfach um Ihre Fragen bitten. Da ist die erste. Wir bringen ein Mikro hin, wenn der Herr Baumann durchkommt. Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich möchte im Namen des TSV eine Frage stellen an die Herrschaften vom Landratsamt. Und zwar ist es ja so, dass die Inninger und Wesslinger Sportvereine derzeit bei uns in den Hallen ihrem Übungs- und Punktspielbetrieb nachgehen. Durch die neue Situation sind wir natürlich selber in einer sehr schwierigen Lage und wir würden gern wissen, wann damit zu rechnen ist, dass in Inning und Wessling der Sportbetrieb wieder normal aufgenommen werden kann und die Zeiten bei uns wieder frei werden. Schauen, ob es funktioniert. Ja, wir streben an, dass die Halle in Inning Mitte November wieder voll einsatzbereit ist. Wessling ist zurzeit noch belegt, da kann ich Ihnen jetzt noch keinen konkreten Zeitpunkt nennen. Also am 13. die Belegung in Gilching und ungefähr zum gleichen Zeitpunkt müsste Inning wieder frei werden. Früher. Na gut, dann muss man noch ein bisschen arbeiten in der Halle. Na,
verrichten, aber ich denke mal, Mitte November soll es hoffentlich werden. Also an uns wurden gestern Zeiten herangetragen, die so bei einem halben Jahr liegen, bis die Halle wieder voll funktionsfähig ist. Ich möchte jetzt nicht unbedingt so, dass Sie sagen in einem Monat, aber ungefähr richtigen Zeitpunkt war schon nicht schlecht, dass man sagt, ab Januar sicher, das war mir schon was wert, aber Mitte November glaube ich nicht. Also normalerweise bin ich eher pessimistisch gestimmt, aber jetzt sind Sie noch wesentlich pessimistischer als ich. Also wir haben schlichtweg keine Erfahrungswerte dazu. Wir werden die Halle jetzt leer räumen und da muss man mal gucken, in welchem Zustand sie ist. Ich war, die Male, wo ich da war, habe ich den Eindruck, dass da nicht viel jetzt wieder hergerichtet werden muss. Wir schützen ja den Hallenboden mit einem entsprechenden Bodenbelag. Dieser Bodenbelag muss aus der Halle in Inning entfernt werden. Das wird 2 Tage dauern und wenn der Boden unten drunter, und wir haben eigentlich keine Schäden festgestellt, also dass der Oberbelag, solange der Oberbelag nicht kaputt ist, wird der Unterbelag hoffe ich auch nicht kaputt sein, also der richtige Hallenboden, sodass ich davon ausgehe, wenn der Hallenboden raus ist, dass die Turnhalle halt wirklich zügig wieder in Betrieb genommen werden kann. Und über den Zustand der sanitären Einrichtung, ob da irgendwas beschädigt ist, was man dann noch wiederherstellen müsste, können wir dann erst berichten, wenn wir komplett aus der Halle raus sind. Die sind regelmäßig gereinigt worden, aber wir haben leider keine Erfahrungswerte und wir bitten Sie um Verständnis, dass wir einfach diese erste Erfahrung, die wir jetzt in Inning machen werden, abwarten müssen. Wir geben aber unser Bestes, dass wir es ganz, ganz schnell wieder herrichten. Ja, zunächst mal vielen Dank für die Auskunft. Was wirklich nett wäre, wenn Sie uns auf dem Laufenden halten würden, wenn Sie wissen, die Sanitäranlagen bedauern so und so viel Zeit, bis sie wieder hergerichtet sind, dass wir uns einigermaßen darauf einstellen können. Nicht so beeilt, dass man sagt, am Donnerstag müssen wir raus, jetzt müssen wir erst wieder am Montag raus, weil wir müssen jedes Mal wieder das ganze Gremium zusammenrufen und neue Pläne machen und das nimmt unheimlich viel Zeit in Anspruch. Dankeschön. Ja, ich nehme die Freiheit, mein Name ist Franz Janker, ich bin der Schatzmeister des TSV Kirchengeiger Süd. Und wir stehen hinter der ganzen Maßnahme natürlich genau wie die Gemeinde positiv. Wir unterstützen die Ehrenamtlichen, wobei ich sage, wir sind für den Verein auch ehrenamtlich tätig. Und, aber trotzdem stellen sich jetzt folgende Fragen bitte an das Landratsamt. Denn mit der Gemeinde haben wir die besten Beziehungen seit Jahren und da sind wir sowieso immer toll informiert und die Zusammenarbeit ist beispielhaft. Wir haben jetzt als erstes, wir haben 107 voll beschäftigte Trainer, die hauptamtlich bei uns angestellt sind. Es werden jede Menge Trainingszeiten jetzt ausfallen, die Trainer müssen weiter bezahlt werden. Wir haben jetzt bereits Ersatzmaßnahmen angefragt und komischerweise die Ersatzmaßnahmen, mal ganz vorsichtig, die wissen inzwischen über die Situation und haben uns entsprechende Preise genannt, die das kostet. Also wer unter 30 Euro in der Stunde plus Reinigungskosten sehr aufwendige, ist überhaupt nichts mehr zu machen. Dann als nächstes haben wir die ersten Kündigungen von Mitgliedern. Wir haben 3.500 Mitglieder, also jeder 6. Griechinger ist mindestens beim TSV. Wir haben die ersten Kündigungen wegen der Hallensituation. Wir haben 15 Neuaufnahmen, die Neuaufnahme wieder zurückgezogen haben wegen der Situation. Und jetzt meine Kernfrage an das Landratsamt. Wer erstattet uns diese Kosten und zwar bitte verbindlich? Ich möchte als Verein nicht drauf sitzen können. Also der Grundsatz ist, wir werden die Kosten ersetzen, die halt Ihnen entstehen durch die Belegungen der Halle. Das ist nicht anders. Oder wir werden halt eine Vereinbarung schließen mit der Gemeinde, wo auch festgehalten wird, dass die Kosten, die Ihnen als Verein entstehen, erstattet werden. Das heißt, zum Beispiel Schäden in der Halle werden wir erstatten. Wir werden auch, das ist jetzt eine Problematik, die jetzt für uns komplett neu ist, da kann ich Ihnen noch nichts Abschließendes zu sagen. Aber ich denke, der Grundsatz sollte sein, dass Ihnen alle Kosten erstattet werden. Zum Beispiel bei den hauptamtlichen Trainern. Wenn Sie sagen, Sie müssen die jetzt weiter beschäftigen, dann müssen wir einfach für die Kosten aufkommen. Das ist jetzt nicht anders, als wenn wir die Halle beschlagnahmen würden. Das ist ein Grundsatz im Sicherheitsrecht. Wenn der Staat sowas macht im öffentlichen Interesse, dann hat er das Recht dazu, aber er muss auch die entsprechenden Kosten tragen. Jetzt eine besondere Situation ist natürlich, wenn jetzt Vereinsmitglieder sagen, wir kündigen deswegen, das ist jetzt was für uns vollkommen neu ist, da müssen wir uns nochmal Gedanken drüber machen. Aber wir sind auch gerne bereit, dass wir uns das so nochmal austauschen.
Dankeschön. Ich wollte bloß, dass rechtzeitig drüber Gedanken gefasst werden. Ja, bitte, Ihre Frage. Ihre Mann. Ja, grüße Gott, mein Name ist Balzer, auch von Helferkreis. Mir geht es hauptsächlich darum, ob die Damen und der Herr vom Landratsamt schon wissen, mit welcher Grundausstattung die Asylbewerber dann mit den Bussen ankommen, ob da eine gewisse Grundausstattung vorgesorgt worden ist, dass da also nicht sofort eingegriffen werden muss. Danke. Wir haben hier Erfahrungswerte aus der Belegung der Turnhalle in Inning. Da war es so, dass die Asylbewerber alle in München schon registriert waren und uns dann mit einer Erstausstattung nach Inning gesendet worden sind. Das heißt Erstausstattung, die hatten alle ein Hygienepack dabei, wo Zahnbürste, also die notwendigsten Sachen für die Körperhygiene drin war. Wir haben in der Turnhalle selber vorgesorgt für Hygieneartikel, für Babys, für die Damenhygieneartikel, für Toilettenpapier etc. pp. Wir haben jetzt aber eine andere Situation im Moment, weil sehr, sehr viele Menschen über unsere Grenzen nach Deutschland kommen. Und ich kann nicht garantieren, dass der Ablauf, den wir bisher in Inning hatten, auch so in Gilching sein wird. Weil wenn die Regierung es nicht mehr schafft, die Personen auszustatten, dann sind wir, das Landratsamt, dafür verantwortlich und wir werden im Lager entsprechende Hygienesachen vorhalten, dass die Asylbewerber wirklich mit dem ausgestattet sind, was sie brauchen. Zeitgemäße Kleidung? Zeitgemäße Kleidung müssen wir mit der Kleiderkammer sprechen. Wir stellen Stockbetten auf und jedes Stockbett ist mit einem Kissen und mit einer Bettdecke und mit zweimal Bettwäsche versehen. Nein, also Bettwäsche, Handtücher werden wir die Betten gleich mit ausstatten. Das heißt, das liegt auf jedem Bett drauf, ist auch schon alles beschafft und sowas macht im Moment keinen Sinn. Da ist eine Frage hier. Also ich habe mal gerade so schön angehört. Ich stelle mir vor, ich bin der Wolfsjunge. Ich arbeite bei der Gemeinde Gelsching. Ich leite die Kita-Anlage. Da habe ich schon im Sommer sogar die Flüchtlinge schon gehabt. Ich habe mit denen sogar unter Kontakt gehabt. Ich freue mich dafür, dass die da sind und so Zeug. Und ich danke sogar die Frau Bader, die auch annimmt, dass die Turnhalle belegt wird mit Flüchtlingen und so Zeug. Viele Eltern haben mir angeregt. Wie wird es jetzt werden? Frage mein Landrat da. Wie wird es werden? Weil die Eltern kommen an und sagen, ja, ich kann meine Jungs nicht mehr rauslassen, am Abend irgendwo hinzugehen. Sag ich, ja, ich bin ja auch da, ich schaue, dass da nichts passiert und so soll. Ich kümmere mich darüber, ich will in Kontakt kommen, ich werde mit denen unterhalten. Ich habe auch gesagt, ich werde mit meiner Mannschaft, von Jugendmannschaft, auch generell klar und deutlich sagen, wir helfen mit, alle drum und dran. Die Eltern brauchen keine Sorgen machen. Wenn dieses Feldplatz, dieses Ding aufgebaut ist, die brauchen keine Sorgen machen. Ich bin da, ich helfe jedem. Und ich danke auch dem Herrn Bürgermeister, dass er das zuzulassen. Ich danke jedem, der mithilft. Dankeschön. Wir suchen gerade einen Hausmeister, der oben die Fenster zumachen kann. Bitte, weil der zieht stark rein. Haben wir einen Funken? Okay, er kümmert sich dran. Wird gleich passieren. Ich habe auch eine kurze Frage. Und zwar betrifft die natürlich unseren roten Platz, den Hartplatz vor der Schule. Ich vermute, dass er nach dem Schulbetrieb wie immer öffentlich ist. Richtig? Ja. Also das bedeutet, wenn die Kinder oder junge Leute von den Asylanten dort spielen wollen, spielen die dort auch. Und ich wollte es einfach nur wissen. Ja, weil das jetzt wieder eine Geschichte ist, wo wir dann auch handeln können oder wo unsere Eltern und Kinder dann Bescheid wissen sollten und wo man vielleicht zusammen auch was organisieren kann. So haben wir das bisher auch angenommen. Wir haben heute Vormittag darüber gesprochen. Es ist auch so ein kleines Ventil. Wenn da Jugendliche kommen, Kinder kommen,
wenn die dann noch mal raus können aus der Halle und da mal Fußball spielen können, irgendwas machen können, ich glaube, das hilft unglaublich, einen Druck wegzunehmen auch. Sind wir auch dankbar für die Unterstützung. Jetzt mal hier oben noch. Ja. Jetzt geht's zu. Ich habe noch eine Frage zur Unterbringung, und zwar, wie werden die Asylbewerber versorgt mit Essen? Die schlafen ja nicht nur und waschen sich, sondern die brauchen ja was zum Essen. Da haben Sie vollkommen recht, und das habe ich vorhin vergessen bei meinen Ausführungen. Wir haben ja seit 1.11. ein neues Gesetz, und in dem neuen Gesetz wurde festgeschrieben, dass die Asylbewerber in Erstaufnahmeeinrichtungen nur Sachleistungen bekommen sollen, und eine dieser Sachleistungen ist das Catering. Sie bekommen also Frühstück, Mittagessen, ein warmes Essen und ein Abendessen. Entsprechend natürlich auch Getränke werden angeboten. Es wird von einem externen Caterer in die Halle gebracht. Also in der Halle wird nicht gekocht. Ja, das ist in anderen Einrichtungen so. In der Tratungshalle wird gekocht werden. Hier ist die Frage. Ja, oder hier gleich, ja? Ja. Guten Abend, mein Name ist Frau Bender. Ich bin also seit 35 Jahren hier Bürgerin in Gilchig und habe gute, sehr freundschaftliche Beziehungen zu muslimischen Familien. Und da bin ich jetzt darauf aufmerksam gemacht worden, sind Familien in München. Was haben die Familien hier für Möglichkeit, ihre religiösen, ihre Gebete auszuführen? In dieser muslimischen Familie, die ich kenne, wurden ganz kleine Teppiche gesammelt, die man ihnen zur Verfügung gestellt hat, soweit sie also in einer Familie, in einer Halle in München untergebracht waren, damit die auf diesen Teppichen ihre Gebete ausführen können, weil, so wie mir jetzt erinnerlich ist, auf dem nackten Boden das nicht geht. Das ist eine ganz simple Frage, aber vielleicht ist das für diese Flüchtlinge auch sehr wichtig. Ja, das ist eine Frage, die wir uns jetzt noch gar nicht gestellt haben. Da gibt es jemanden, der sich um uns kümmert hat. Genau. Ich habe Kontakt zum türkischen Kulturverein. Der türkische Kulturverein lädt alle ganz, ganz herzlich ein, zum Gebet zu kommen, jeden Freitag. Die Kirchener Moschee, falls jemandem schon aufgefallen ist, ist neben Rossmann. Also dieses Haus, bis es halt abgerissen wird. Leute, die ich kenne, afghanische Leute, konnten dorthin gehen. Die habe ich beim Rossmann getroffen, habe ich gesagt, sie sollen einfach nur um die Ecke gehen. Der türkische Kulturverein wartet schon. Und dort wurden sie mit Gebetsteppichen und Koran versorgt. Und sie sind also sehr, sehr früh froh drüber, also haben sich gleich eingeschaltet und sind sehr froh drüber, den Glaubensbrüdern und Schwestern helfen zu können. Und es dürfte gar kein Problem sein. Also man wird sowohl mit Teppichen als auch mit Koran versorgt. Die haben einen neuen Imam, der ist ganz wild drauf aus, wie unser neuer Herr Pfarrer, einen guten Eindruck zu machen. Und die Nächsten, die kommen, sind natürlich aus unseren beiden Kirchen. Herzlich willkommen. Ich begrüße auch die Frau Pfarrerin Betzel und den Herrn Pfarrer ganz herzlich heute hier. Bitte schön. Hey, der Herr Neuer, auch Asylhelfer in Eiskirchen. Ich habe eine Frage, zu der es aus Ihnen ja Erfahrung geben müsste. Wie sieht der Einsatz der Ehrenamtlichen in dieser Erstaufnahme aus? Ich war deswegen dieses Jahr so, die Leute kommen in diese Häuser, wenn sie da untergebracht sind, dann kommen wir da hin und dann ergibt sich ganz automatisch der Kontakt und man sieht, wo fehlt es bei denen und man bringt die Sachen. Das läuft da wahrscheinlich anders. Werden wir da von den Wetterfield-Leuten, wie die heißen, eingesetzt, die sagen, da gibt es jemanden, der bräuchte jetzt diesen oder jeden Dienst eines Ehrenamtlichen. Wer kann das machen oder wie sieht das aus? Also ich würde vorschlagen, tauschen Sie doch einfach aus mit dem Kollegen aus Ehingen. Wir können auch gerne den Kontakt vermitteln. Und ansonsten, also die Mitarbeiter von Jonas Better Place haben jetzt die Erfahrung aus über 2 Monaten in Ehingen und können Ihnen da sicherlich auch sagen, was sinnvolle Einsätze sind. Ich selber war zu mehreren Gesprächen in Ehingen, auch mit dem Helferkreis, wo Sie uns gesagt haben, was kann man noch besser machen und wo Sie mal Ihre Arbeit vorgestellt haben. Sie haben halt mehr oder weniger halt mehrere Helferkreise gebildet, die halt die verschiedensten Themen abdecken hat, zum Beispiel Deutschkurse oder jetzt sportliche Betätigung.
Also ich würde vorschlagen, fragen Sie doch einfach mal die Kollegen aus Ehingen. Es ist auch so, wir haben uns auch Felderfing angeschaut und Tutzing angeschaut. Es ist auch so, dass diese Halle natürlich für die Asylbewerber deren Wohnung ist in der Zeit, in der sie da sind. Es gilt genauso der Schutz der Wohnung in einer Halle, wie wir sie auch in unseren Wohnungen natürlich genießen. Jetzt ist es immer ein Zwiespalt. Es muss natürlich betreten werden, um helfen zu können. Auf der anderen Seite muss aber auch eine Privatsphäre dort möglich sein. Und es wird der Dienstleister, der dort ist, wird dann natürlich auch regelnd und steuernd eingreifen. Das muss jemand in die Hand nehmen, weil das ist ein schwieriges Thema. Eine sportliche Aufgabe für den Herrn Baumann jetzt. Vielleicht in der Zwischenzeit, bis der Herr Baumann oben ist. Kinderbetreuung wird in der Zeit für die Kinder, die kommen, nicht notwendig sein. Die sind nur 4 bis 6 Wochen da, bis sie zur endgültigen Unterkunft kommen, kommen direkt von der Flucht. Da ist es angesagt, dass man die Kinder, die mitreisen, bei den Eltern belässt in der Unterkunft und für diese 4 bis 6 Wochen nicht in eine Kinderbetreuungseinrichtung eingliedert. Das Ankommen steht da einfach an vorderster Linie. Deshalb haben wir auch mit unserer Kinderbetreuungseinrichtung schon gesprochen. Also da werden wir keine Kapazitäten für die Halle jetzt brauchen. Jetzt glaube ich, ist er oben. Ja, danke. Mein Name ist Carmen Föhring und ich hätte nur eine ganz kleine Frage, und zwar an dem Tag, wo die Asylbewerber hier ankommen. Ist irgendwas organisiert für die Schulbusse, dass das nicht irgendwie zusammenkommt, dass die nicht zusammentreffen? Weil es wäre wahrscheinlich für die kleinen Erst-Zweitklässler nicht so das Wahre. Oder kann man das vorher erfahren, dann kann man ja die Kinder in der Schule abholen, oder kommt jemand vom Hart runter und holt die ab? Oder ist da irgendwas organisiert, oder kann man da noch irgendwas machen? Also grundsätzlich ist es so, das ist ja eine Halle an der Mittelschule in Dillingen. Grundschüler haben wir im Schulbetrieb nicht. Wir haben aber daneben einen Hort, genau, und einen Kindergarten. Und die Kinder, die hier in die Schule gehen, die oben wohnen, so ja, wie mein Enkel, die kommen eben mit dem Schulbus. Genau. Die fahren dort mit dem Bus los. Genau, die fahren los und kommen wieder an. Wissen wir, wann die Busse ankommen bei uns? Wann die Busse ankommen, erfahren wir recht kurzfristig. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Busse, die in Ehingen angekommen sind, in der Regel zwischen 15 und 22 Uhr ankommen. Okay, danke. Wir können aber bei der Regierung darauf hinwirken, dass wir sagen, dass es bitte einplanen sollen. Okay, danke. Ja? Wir haben schon ausgemacht, dass die Kinder hinten rüber über die Schule rausgehen. Also die Kinder gehen vom Hort oder zum Hort gar nicht oben rein, sondern das haben wir vorher schon ausgemacht, der Hort und die Mittelschule, gerade eben, dass die Hortkinder durch die Mittelschule vorne reingehen. Ja, aber das machen wir dann so, dass der unten bei uns ankommt und dass die unten durch die Schule reingehen. Haben wir schon ausgemacht. Ja, da unten ist eine Frage. Das haben wir uns heute Morgen genau angeschaut und ein Konzept dafür entwickelt. Die Straße, die am Rathaus, die Sackgasse, die am Rathaus vorbeiführt, an der Rückseite der Halle, die wird gesperrt. Dort wird kein Fahrverkehr mehr stattfinden. Die Kinder, die zur Schule gehen, werden ausschließlich durch den vorderen Eingang die Schule betreten. Die Halle wird von den Asylbewerbern nur von dem hinteren Eingang betreten werden, dem sogenannten Sportlereingang, wer den Begriff kennt. Für den Kindergarten und für den, also der Hort wird da durch die Mittelschule geleitet, und für den Kindergarten ist dann die Anfahrt über den Steinberg oben. Von dort oben wird das abgewickelt, sodass man das entzerrt, dass man dort 3 verschiedene Anfahrtssituationen hat. Aber den Bereich vor der Halle müssen wir sperren, weil da der Caterer kommt, da sind die Aufstellflächen von der Feuerwehr, und wenn wir da auch noch einen Parkdruck von Fahrzeugen haben, werden wir das dort nicht abhängen können, das wird auch zu unsicher für die Kinder und für alle dort. Laut sagen, also wir haben jetzt forschen, keine Frage. Wir haben auch die Bilder gesehen aus Nürnberg, dass die
wiederhole es gleich. Die Frage war, man hat Bilder gesehen, zum Beispiel aus Nürnberg, dass Asylbewerber über Nacht verschwunden sind. Und die Frage an die Polizei gerichtet, hat er hergestellt, wie sie sich frei bewegen dürfen, die Asylbewerber. Und wie sie selber gesichert sind. Das ist ja auch wichtig, dass sie selber in ihrem Asyl gesichert sind. Dass nicht irgendwelche Halligans kommen oder wilde Burschen. Ja, die Halligans gesichert durch diesen Sicherheitsdienst, der angestellt ist, der 24 Stunden vor Ort ist. Danke. Herr Grundsätzlich ist es richtig, dass man die Erfahrung gemacht hat, dass Asylbewerber teilweise schon bevor sie endgültig registriert wurden, teilweise nachdem sie registriert wurden, schlicht wieder verschwanden. Wo die alle hin sind, dürfen Sie mich nicht fragen. Ich weiß es nicht. Es ist völlig wertfrei. Also, wenn die hier in Gilchen unterkommen, dürfen sich die in Gilchen natürlich frei bewegen. Wir haben uns heute auch vor Ort darauf verständigt, dass wir zumindest vorab, solange das in geordneten Bahnen abläuft, keine Zäune aufstellen werden, dass man mit entsprechenden Absperrungen aber natürlich Zonen schafft, in denen die sich auch ungestört aufhalten können, mal eine rauchen können, sich auch mal verstecken können. Sie müssen sich die Situation in der Halle vorstellen. Mit ungefähr 200, 300 Personen, da entsteht schnell mal der Wunsch nach Privatsphäre, dem will man nachkommen. Für uns als Polizei, jetzt um das einmal generell vorwegzunehmen, ist die ganze Angelegenheit kein Problem. Maximal sehe ich es als polizeiliche Aufgabe. Wenn man jetzt die Erfahrungen in Germering nimmt, zum Beispiel in Don Boscoheim, wo wir auch um die 120, 150 Asylbewerber hatten die letzten Monate. Das ist also im Grunde genommen von wenigen Ausnahmen abgesehen konfliktfrei verlaufen, was den Umgang, den Verkehr mit den Anlegern angeht. Natürlich gibt es interne Reibereien, aber die haben wir innerhalb unserer deutschen Bevölkerungsgruppe natürlich auch. Danke. Erfahren, dass es im Landkreis auch Einzelfälle gegeben hat, wo Asylbewerber verschwunden sind. Die werden dann zur Fahndung ausgeschrieben. Aber wo die hingehen, weiß niemand. Wahrscheinlich machen die sich auf den Weg nach Schweden, Dänemark, England. Es kommt auch manchmal vor, dass die Asylbewerber in anderen deutschen Landesteilen schon Familienangehörige haben und die machen sich in der Regel auf den Weg zu ihren Familienangehörigen. Dadurch, dass wir in der Turnhalle jeden Asylbewerber erfasst haben und die Firma Jonas Better Place auch jeden Tag einen Rundgang macht am Abend, ob alle da sind, sehen wir auch, wer längere Zeit nicht mehr in sein Bett geschlafen hat. Und diese Personen melden wir dann an die Regierung von Oberbayern und die wird dann die Personen, die sich unerlaubterweise von der Einrichtung für längere Zeit entfernt haben, zur Fahndung ausgeschrieben. Hallo, ich habe eine Frage nochmal zur Kleinkindbetreuung. Ich arbeite selber hier im Kindergarten und für eine wirklich gelungene Integration ist es ja wichtig, dass die Kinder einfach relativ schnell mit ihresgleichen in Kontakt kommen. Jetzt sind wir ja in Gilching, was Kindergartenplätze anbelangt, ja, sehr kritisch gestellt im Moment gerade. Wird es dann vom Landratsamt irgendwie eine Genehmigung auf Überbelegung geben oder wie wird das gehandhabt? Wir reden ja über eine Erstaufnahme und Herr Bürgermeister Walter hat es auch schon erwähnt, wir werden die Kinder aus der Erstaufnahme nicht in einen Kindergarten. Nee, danach, wenn sie eben verteilt werden. Die werden aber nicht in Gilching verteilt, die werden bundesweit weg verteilt aus der Erstaufnahme. Es werden ja aber auch welche in Gilching bleiben, nehme ich mal an. Ich denke nicht, dass alle verteilt werden. Zur Traglufthalle, zum Beispiel in der Traglufthalle sind ja dann auch Kinder da, die zu uns her verteilt werden, ja? Die da längerfristig genau, untergebracht sind. Genau, die geben wir. Da gab es in der letzten Bürgermeisterdienstbesprechung, da war das Jugendamt mit dabei, da haben wir genau dieses Thema besprochen. Da war es noch schwierig, weil die Gesetzeslage dem widerspricht, dass man eine Überbelegung machen kann. Jetzt gab es aber letzte Woche einen Erlass der Bayerischen Staatsregierung, dass diese Überbelegungen jetzt zulässig sind, dass sie auch nicht mehr förderschädlich sind, was sie vorher waren, was ein Wahnsinn war. Aber man musste, wenn Sie sich das vorstellen, wenn man das bisher gemacht hat, musste man Fördermittel zurückzahlen, wenn man die Gruppen überbelegt hat, weil er die Qualität der Einzelbetreuung sieht. Ja? Also damit schlagen wir uns auch momentan rum in Deutschland.
Aber da gab es jetzt den Erlass, dass das möglich sein wird, diese Überbelegungen. Und da können wir jetzt dann pro Gruppe, wobei man das dosiert machen muss. Auch wir können jetzt nicht die Gruppen übervoll machen. Aber so zwei Kinder pro Gruppe dann mit aufnehmen. Ja, das wird wirklich möglich sein. Ja. Die Frage war, ob das Geld auch ausbezahlt wird. Also meine Information ist, dass Sie in der Erstaufnahme nur Sachleistungen erstmal bekommen. Also auch keine Zigaretten kaufen? MVV-Ticket? Nein. Tickets, wenn Sie das Ticket brauchen, um zum Bundesamt für Migration zu fahren oder wenn Sie ein Ticket brauchen, um zum Arzt zu fahren, diese Kosten werden erstattet. Gut, da oben haben wir noch. Ja, guten Abend. Ich habe eine Frage zur Mittagsbetreuung. Es war ja dieses Jahr etwas schwierig, einen Platz für die Mittagsbetreuung zu finden, der ja jetzt in der Lilienthalstraße ist. Das heißt, die Kinder werden mit den Bussen weit, weit weg in ins Gewerbegebiet gefahren. Jetzt wird das Flüchtlingsheim gegenüber von der Schule geplant. Wäre es denn nicht sinnvoller, die Mittagsbetreuung gegenüber der Schule einzurichten und das Flüchtlingsheim in die Lilienthalstraße zu verlegen? Gegenüber welcher Schule wird welches Flüchtlingsheim geplant? Von der James-Christ-Grundschule. Ja. Mit einer Straßenmeisterei, jetzt ein Gebäude errichtet für die Flüchtlinge. Ja. Während aber die Kinder aus der James-Christ-Grundschule ins Gewerbegebiet gefahren werden. Genau. Unser Plan ist ja ein anderer, dass die Mittagsbetreuung, die nachschulische Betreuung der Kinder für die James-Christ-Grundschule stattfinden wird in den Räumen der jetzigen Montessori-Schule. Die zieht ja um, neben dem Abenteuerspielplatz, dann wird die Räume in dem alten Schulhaus in Ackelsried frei und dort soll die nachschulische Betreuung der James-Christ-Grundschule stattfinden. Da haben wir auch Baurecht, wir brauchen eine Fläche mit Baurecht. Die Fläche auf der Straßenmeisterei darf momentan nur für Asylbewerberunterkünfte gebaut werden. Da gibt es einen Ausnahmeparagrafen, den wir dazu nutzen. Aber wir wollen natürlich die Mittagsbetreuungseinrichtung in die Nähe der Schule bringen. Der Hort, genau, also die nachschulische Betreuung. Dann aber das ist ja der Hort und nicht die Mittagsbetreuung, also wenn das der Fall ist. Und die Mittagsbetreuung ist, wenn ja jetzt die Kinder in das Gewerbegebiet gefahren, wo sie auch keine Auslaufmöglichkeit haben, ohne Garten, ohne irgendwas, ja, wo die Bälle dann gegenüber auf diesen, Bauhof fallen, wo die sich darüber aufregen. Also ist halt eigentlich für unsere Kinder relativ nicht besonders vorteilhaft. Das ist richtig, ja. Wir sind angewiesen auf Räume, die uns zur Verfügung stehen. Ja, Sie haben ja vorhin gesagt, dass das jetzt geändert worden ist, also dass man jetzt sozusagen ein neues Baurecht hat und dass jetzt auch dieser Straßenmeisterei gebaut werden darf. Für Asylbewerber. Ja, gut, aber man kann ja tauschen, man kann ja sinnvoll tauschen. Ja, ja, für Asylbewerber sozusagen wird das jetzt gebaut, aber ich meine, die Kinder in der Mittagsbetreuung haben sozusagen überhaupt keinen Außenbereich. Der Abenteuerspielplatz ist eigentlich nur gebaut worden auf der Grundschule. Also wenn jetzt ein neues Baurecht da ist und man Flüchtlinge ein Haus bauen darf, dann könnte man das noch tauschen. Weil die Flüchtlinge sind ja relativ erwachsen zum Großteil, zumindest wenn man sieht, dass eigentlich relativ viele Männer kommen, die können den Weg vielleicht leichter gehen, wie auch die Familien und die Mütter, die teilweise sehr schwer tun. Wir dürfen da nur die Asylbewerber unterbringen. Ja, ja, aber es wäre ja mal eine Anfrage vielleicht, weil es ja relativ sinnvoll ist, die Kinder an der Schule zu lassen. Und wo jetzt sozusagen für die Flüchtlinge ein Haus zur Verfügung gestellt wird, ist ja in dem Sinne nicht. Aber da gibt es eindeutige Rechtslage. Wir dürfen es nur für Asylbewerber verwenden. Wenn wir jetzt im Außenbereich, das ist also kein Baubereich, dort Containeranlage errichten, können wir nicht dann für andere Bevölkerungsgruppen dieses Baurecht schaffen. Aber anfragen könnte man es doch, weil es wird ja jetzt. Also ich meine, es wird ja jetzt wahnsinnig viel umgestellt, auch für die Flüchtlinge. Also die eigene Bevölkerung wird nichts umgestellt, aber für die Flüchtlinge wird schon was umgestellt. Das hätte ich noch mal. Und dann hätte ich noch eine zweite Frage, weil es ist ja klar, dass wir das jetzt alles irgendwo bewältigen müssen. Viele Bürger
Bürgermeister in Deutschland, 200, haben an die Frau Merkel einen Brandbrief geschrieben, dass sie es nicht mehr schaffen. Wir sind hier am Anfang, wir sehen aber jeden Tag auch die Entwicklung. Und es werden im Monat kommen 300.000 Flüchtlinge zu uns. Das heißt ja, wenn Sie sagen, diese Halle wird wieder abgebaut oder diese Erstaufnahme wird wieder abgebaut, glaube ich, ist sehr, sehr unrealistisch. Also was für eine Strategie fahren Sie als Bürgermeister mit der Staatsregierung zu sprechen, wie das in Zukunft, auch im nächsten Jahr aussehen wird? Denn ich mache mir sehr, sehr große Sorgen um unsere Kinder, um die innere Sicherheit hier in Gilching. Und ich kann Ihnen das eindeutig beantworten. Ich habe die gleiche Strategie wie die bayerische Staatsregierung. Wir reagieren nur auf das, was da passiert. Wir können uns da nicht machen. Es gibt keine Strategie. Niemand hat eine Strategie und niemand weiß, wie das in den nächsten Jahren aussehen wird. Wenn der Aufnahmedruck so groß bleibt, wie er momentan ist, dann werden wir auch alle noch viel mehr Menschen aufnehmen müssen. Das sind Entscheidungen, die in Berlin fallen, die in Brüssel fallen. Die würde ich gerne beeinflussen, ich kann nicht machen. Ich bin ab morgen bis Freitag in Berlin, da ist der Deutsche Kommunalkongress, wo wir uns ausschließlich mit diesem Thema auch befassen. Auch da wird es wieder Briefe geben, die dann verfasst wird, an die Bundesregierung geschickt wird, da sind auch Spitzenpolitiker vorhanden. Aber glauben Sie mir, momentan hat da niemand eine Strategie. Wir reagieren auf das, was weltweit passiert, auf diesen Flüchtlingsstrom, der losgebrochen ist, weil die Welt aus ihren Toten geraten ist. Verlangen Sie bitte von mir keine Strategie. Ich reagiere auf das. Aber Sie sind Politiker, Sie müssen eine Strategie haben. Aber ich bin ganz ehrlich zu Ihnen. Sie können jeden Politiker fragen, der zumindest im kommunalen Bereich ist. Ja? Keiner kann Ihnen eine Strategie vorlegen. Wir sind froh, wenn wir diese Aufgaben, die uns jetzt stellen, bewältigen, mit der Hilfe aller. Mit der Hilfe aller müssen wir das schaffen, aber eine Strategie habe ich bei noch keinem gesehen. Sie sagen, Sie haben keine Strategie, aber ich hoffe, Sie haben eine Strategie dafür, wie Sie den Asylbewerbern unser Zusammenleben beibringen. Also unsere Regeln, einfache Regeln, sage ich jetzt mal, weil ich nehme an, in jedem Land, also vor allen Dingen aus diesen Ländern, wo diese Asylbewerber kommen, herrschen doch unterschiedliche Regeln im Vergleich zu unserem. Und das ist, glaube ich, was auch vielen hier Sorge bereitet, dass unsere Regeln nicht so respektiert oder gelebt werden, wie wir es uns vorstellen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Dazu haben wir natürlich Überlegungen. Ja? Wir brauchen Integrationskurse. Wir haben zum Beispiel bei der Gemeinde auch immer beschäftigt, der so Kurse dann anbietet oder Kurse durchführt. Bei den alleinreisenden Männern, bei den jungen Männern, wie geht man in Deutschland mit Frauen um, wie ist das Frauenbild in Deutschland, dass das etwas anderes ist wie im Ausland, dass es da wesentlich leichter zu Belästigungen kommt, als das, die sich vorstellen. Wir müssen die Kinder natürlich integrieren in den Einrichtungen, in den Integrationskursen, wird natürlich auch unsere Regelwerke, wie wir in Deutschland zusammenleben, unterrichtet. Bei der Vielzahl der Menschen ist es natürlich eine Aufgabe, die peu à peu erfolgen muss. Ja. Da leistet aber auch der Helferkreis viel Arbeit und dieser Ort kann was dazu sagen. Vielen Dank für diesen Hinweis. Ich lade Sie ganz herzlich ein, kommen Sie doch zu uns zum Helferkreis und helfen Sie uns, den Menschen, die zu uns kommen, unser Leben zu erklären und die an die Hand zu nehmen, sie zu integrieren. Ich wäre mir auch sehr dankbar. Ich möchte zu dem Thema Kleine was sagen. Wir sind ja seit über 2 Jahren, befassen wir uns jetzt mit dieser aktuellen Flüchtlingssituation, die 125.000 Flüchtlinge hier, die dezentral untergebracht sind. Wie gesagt, es ist schon mal gesagt worden, im Moment sind es 78 seit dieser Woche, weil man jetzt 2 Babys wieder bekommen hat. Hier. Der ganze Helferkreis sind Großmütter und Großväter und Tanten und Onkel. Das ist total nett. Aber wir, wie gesagt, seit 2013 befassen wir uns damit, dass wir den Menschen helfen,
mit mehr oder weniger Erfolg, muss ich ehrlicherweise sagen, aber der Erfolg wird immer größer, dass wir den Menschen beibringen, Deutsch, wie man zum Beispiel den Bankautomaten bedient, wie man S-Bahn fährt, dass man die Hand schüttelt, dass das kein Problem ist, dass man sich in die Augen schaut, dass sich Frauen umarmen können, dass man auch, Herr Bürgermeister, ich muss Sie jetzt gerade mal, geben Sie mir gerade die Hand. So, und dann macht man so. Und das ist dann Integration, weil das Teil der eritreischen Kultur ist und wir übernehmen das dann. Also wir können auch wir können ein bisschen was annehmen, das was nett ist, das können wir ja annehmen von den Asylbewerbern, die bei uns Unterschlupf finden. Und ich kann Ihnen nur das eine sagen, wenn man sich engagiert für die Menschen, wenn man es wirklich von Herzen macht, es kommt so viel zurück an Dankbarkeit, also unsere Horizonte werden erweitert, genauso wie die Horizonte der Asylbewerber erweitert werden. Und es lohnt sich einfach, miteinander daran zu arbeiten. Ich lade Sie ganz herzlich ein, machen Sie einfach mit. Ich habe ja in der Schule die Jugendlichen, die auch bald junge Männer werden. Und jetzt schon das dritte Jahr in Übergangsklasse. Und ich mache ganz gern durchaus mal eine klare Ansage, wie man sich Mädels gegenüber benimmt zum Beispiel. Und ich habe zum Glück an meiner Schule super Dolmetscher und mein Schulsprecher kommt aus einer afghanischen Familie und kommt perfekt Dari, Urdu und Pashto. Und der kann außerdem noch Englisch und macht jetzt dann die mittlere Reife und es geht alles. Und der kriegt nicht, also den hole ich mir und dann gibt es eine klare Ansage. Aber es ist auch so, dass manchmal, also ich meine, es ist schon eine schwere Situation, die jetzt zu bewältigen ist für viele. Und eine Umstellung, und man sagt schon, boah, ja, ich schaue lieber nicht Fernsehen, weil ich mag es jetzt nicht mehr sehen. Also ich mag es einfach nicht mehr sehen. Was soll das werden? Also wenn man Fernseher ausmacht, dann sieht man ab und zu einen durch Gilchen radeln. Ja? Und dann kommt einem das gar nicht mehr so krass vor. Und jetzt muss ich noch was sagen. Am Montag hatte ich Ethik in meiner 8. Klasse, also 8a-BN gemischt. Und das sind jetzt Kinder oder Jugendliche, wo schon ein paar Generationen drüber gegangen sind. Und wir waren 23 Mann. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, wo ihr alle herkommt. Also wir waren mit mir zusammen drei Deutsche, mit deutschen Großeltern und so. Wir waren drei. Dann habe ich gesagt, Nico, aber nicht du. Ich meine, du bist total groß und blond und blauäugig. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe eine kosovarische Oma. Also es ist schon auch wirklich so. Also es waren wirklich von den, und ich rede keinen Schwanz, von 23 Mann waren 20 von überall her, die super Deutsch sprechen, die andere Sprachen sprechen, die bei mir auch bis zur mittleren Reife, wenn sie wollen, kommen und weitermachen. Die sind integriert. Es geht halt der Zeit drüber. Es waren vielleicht nicht so viele, aber ich habe das schon mal gesagt, in den 80er Jahren waren Riesenschwung Leute, die nicht so sind. Und die sind jetzt alle integriert. Also man sollte nicht so viel Angst haben, aber man sollte auch was sagen. Also man soll nicht zuschauen und sagen, oh, was die da machen, man darf schon hingehen. Ja? Man darf wirklich hingehen und sagen, nicht so, lieber ein bisschen anders. Und das ist okay und das wird auch akzeptiert. Natürlich kommen auch viele Menschen mit Sorgen und Nöten zu uns. Ja? Viele machen sich natürlich auch Sorgen. Das Erste ist, die machen sich auch Sorgen um ihre Sicherheit. Ja? Die machen sich Sorgen um das Zusammenleben. Das gehört natürlich auch mit dazu. Das darf man auch nicht wegdiskutieren. Das ist auch Teil. Wir haben im Rathaus Mitarbeiterinnen, ja, die jetzt unmittelbar neben der Halle natürlich zur Arbeit gehen, die auch ihre Sorgen haben, mir gegenüber ihre Sorgen bringen. Ja? Das sind Themen, die wir natürlich auch beleuchten, da setzen wir uns auch zusammen, da reden wir auch drüber, da schauen wir auch, wie wir das handeln, wie wir Frühwarnsignale feststellen. Glauben Sie mir, wir denken auch an das. Aber ich habe mich mit meinen Kollegen aus dem Landkreis zusammengesetzt, aus Inningen, aus Wesseling, aus Tutzing, aus Felderfing, wo es diese Einrichtungen gibt, die mir berichtet haben, dass es keine signifikante
markante Erhöhung hier der Sicherheitslage in diesen Orten gegeben hat. Und darum geben Sie auch den Menschen jetzt hier, die ankommen, eine Chance, geben Sie uns eine Chance, dass wir sie integrieren und dass wir sie erst einmal unvoreingenommen hier willkommen heißen. Aber die Sicherheit haben wir trotzdem im Auge. Ganz informativ, was passiert mit der Bücherei? Die Bücherei bleibt offen, ganz normal. Die bleibt ganz normal geöffnet. Ich habe eine Frage zur Traglufthalle, und zwar, wie viel Schneelastdates die Traglufthalle ausweist. Wenn Schnee drauf fällt, dann taut es ja und der friert wieder an. Das ist eigentlich eher eine komplexere Frage. Also, uns hat der Hersteller versichert, dass die Traglufthalle sicher und stromsicher ist. Aus diesem Grund haben wir uns auch für eine Traglufthalle und nicht für eine Thermoleichthalle entschieden. Und ich hoffe, dass uns der Hersteller nicht enttäuscht. Ja, jetzt würde ich das Verheißen mal bitten vom Helferkreis Asyl, dass Sie mal so einen kleinen Bericht gibt. Hallo, ich bin die Andrea Heide vom Helferkreis Asyl, bin jetzt seit 2 Jahren dabei. Ich glaube, wir müssen gar nicht mehr so viel von unserer Arbeit erzählen, es ist schon sehr viel berichtet worden. Vielleicht nur so weit dazu, wir haben angefangen mit 2 nigerianischen Mamas und 5 Kindern und inzwischen haben wir eben 78 Menschen bei uns. Jetzt kommen noch viele, viele dazu. Der Helferkreis war eben auch kleiner, wie wir begonnen haben, ist jetzt inzwischen auch sehr angewachsen. Wir haben ganz viele engagierte Menschen in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Aber um jetzt die Aufgabe zu schultern, dass wir die Erstaufnahme begleiten und die Traglufthalle, wo die Menschen ja längerfristig bei uns sind, brauchen wir eben noch viel, viel mehr Menschen. Die Idee ist jetzt entstanden, dass der Helferkreis sich eben ausweitet, viel größer wird. Und nachdem wir jetzt hier ein so großes Forum haben und so viele Menschen da sind, würden wir sie gern aufrufen, hier zu bleiben. Ich werde jetzt die Gruppen vorlesen, die wir bilden wollen, wo wir ganz viel Unterstützung brauchen. Und wir stellen uns das dann so vor, dass die, die Interesse haben, einfach, es gibt immer einen Gruppenleiter, der quasi, wir werden dann in die Räume gehen, die hinter uns sind, um einfach zu koordinieren, zu schauen, wer will was machen und einfach zu schauen, dass wir uns vernetzen können. Also wir wollen uns treffen, es gibt ein IT-Team, ein Deutsch-Team, es gibt Gesundheit, Kleidung, Verpflegung, wir wollen einen Förderverein gründen, Leben und Begleitung auf Aktion und Freizeit. Also jeder, der Lust hat mitzumachen, der ist einfach da. Genau. Seite. Wie ist es dann, wenn der Herr Bürgermeister da geschlossen hat?